Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video werde ich dir heute Schritt für Schritt zeigen, wie du einen Direct Link bei Digistore erstellst und was du damit alles anstellen kannst, um im Affiliate Marketing erfolgreicher Produkte zu verkaufen und nachhaltig mehr Geld zu verdienen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schön, dass du dran geblieben bist. Wir befinden uns jetzt hier auf meinem Bildschirm. Und warum mache ich dieses Video? Im Prinzip mache ich es aus einem ganz einfachen Grund. Wenn du dein Affiliate-Marketing auf das nächste Level hochtreiben möchtest, ja, dann solltest du wissen, wie man Direct-Links bei Digistore erstellt und was man damit alles machen kann. Und aus diesem Grunde mache ich jetzt hier für dich dieses Video, um dir einmal zu zeigen, welche Möglichkeiten sich hier für dich ergeben und wie du damit richtig Geld verdienen kannst. So, wir loggen uns jetzt erst einmal hier in meinen Digistore-Account ein. Das ist einer meiner Digistore-Accounts für meine Affiliate-Projekte. Und ich wechsle jetzt hier erstmal auf den Bereich Partnerschaften, weil hier sind alle Programme, bei denen ich mich registriert habe. Und ich suche mir jetzt hier ein bestimmtes Programm raus, ja, weil ich euch da einmal ganz genau klar machen möchte, warum ich dieses Video jetzt aufzeichne. So, und zwar ist es die Affiliate Masterclass, ja, vom guten Darik Shabani. Ich finde den Typen wirklich großartig. Ja, nichtsdestotrotz möchte ich euch hier einmal zeigen, was ihr alles anstellen könnt. Und zwar als allererstes kopiere ich mir diesen Link hier raus. Okay? Ja, das ist der Link, der ja zur Sales Page von Darik führt. Ich zeige euch die Page jetzt auch einfach mal. Wenn ich die Seite aufrufe, das sieht so aus. Ja. Wenn ich 1932,35 Euro pro Tag verdiene, ohne meine Wohnung zu verlassen. Trage deine Daten ein, ich schicke dir die komplette Anleitung zu. So, das ist jetzt natürlich eine sehr reißerische kleine Page. Machen wir uns nichts vor, die ist pottenhässlich. Ja, sie ist minimalistisch, ich kenne auch die Psychologie dahinter. Ich bin allerdings jetzt nicht so der Fan davon. Es kann jetzt natürlich durchaus sein, dass du das Produkt, welches er verkauft und welches auch großartig ist, okay, er hat hier wirklich ein großartiges Produkt. Ich verlinke es auch unterhalb dieses Videos. Genauso wie ich unterhalb dieses Videos auch meinen exklusiven Bereich für dich verlinke, ja, wo du völlig gratis dich anmelden kannst und völlig gratis massiv viel Content und Mehrwert sowie Handouts bekommst, ja, zu meinen Videos, zu verschiedenen Dingen, die nicht auf YouTube gelistet sind, okay? Also Mehrwert, kompletten Memberbereich, völlig gratis für dich. So, es kann jetzt durchaus sein, dass du sagst, hey, diese Page zu bewerben macht für dich keinen Sinn, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht möchtest du auch selber E-Mail-Adressen einsammeln zum Bereich Affiliate Marketing. Vielleicht möchtest du auch einfach nur, dass der Interessent direkt aufs Sales-Formular weitergeleitet wird, okay? Wir nehmen, ja, jetzt kommt das Exit-Pop-up, hier nochmal E-Mail-Adresse und Namen eintragen. So, was wir jetzt allerdings machen, wir kopieren uns diesen Link hier einmal raus. So, jetzt machen wir im zweiten Schritt, machen wir Folgendes. Ja, ich mache mir im zweiten Schritt einfach mal ein Google Drive Form auf und kopiere mir diesen Link hier rein. So, und diesen Link, so bekommst du den jedes Mal von Digistore geliefert. Ja, da mache ich mir mal eine Direct Copy. So, und was ich jetzt als erstes mache, ist, ich entlinke diesen Link. Okay, so, jetzt gibt es hier zwei Dinge zu beachten. Ja, und zwar, wenn ich, das ist ja der Redirect, okay,
Das heißt, hier wirst du zu der Seite umgeleitet, die als Verkaufsseite bei Digistore hinterlegt ist. Dort gebe ich jetzt nicht Redirect ein, sondern ich möchte direkt, dass der Kunde zum Product weitergeleitet wird, und zwar mit dieser Nummer. Okay? So. Der nächste Schritt ist jetzt, dass ich jetzt hingehe, mache hier ein Fragezeichen, gebe dann AFF ein für Affiliate, gleich, ja, und dann gibst du dort deine Digistore-ID ein. So, und damit hast du jetzt Folgendes gemacht. Du hast den, hoppla, du hast den Bereich hier hinten geändert, ja, damit Digistore sofort weiß, wer ist der Affiliate von diesem Produkt. Ja, und du hast gesagt, hey, leite mich direkt aufs Produkt und nicht auf den auf die Sales Page bzw. auf die Page, die hinterlegt ist. Und somit kommst du automatisch, wenn du diesen Link hier verwendest, nicht auf diese Seite, ja, sondern auf die Bezahlseite bei Digistore. Okay, und hier oben siehst du dann deine Digistore-ID. Die solltest du auch hier unten sehen, ja. Ja, also wenn du jedes Mal, wenn du etwas kaufst, solltest du hier unten sehen, welcher Affiliate dazu gehört. Und jetzt zeige ich dir nochmal einen kleinen Trick, ja, wie du, wenn du da unten diese Einstellung nicht siehst, trotzdem herausfinden kannst, ob deine Affiliate-ID richtig gesetzt wird, wenn du das mal testest. Und zwar gehst du hier in den Seitenquelltext einmal rein. Nee, Rechtsklick. Seitenquelltext anzeigen. So, und jetzt drückst du STRGF, ja, für suchen, und gibst hier oben in das Feld, gibst du deine Digistore-ID ein. So, und dann wird dir im Seitenquelltext hier angezeigt, ja, ob deine Affiliate-ID richtig gesetzt wird, ja. So, und hier steht es dann, ja, if the affiliate nick is displayed, the promo links works fine. Okay, das ist für dich also der Hinweis, ja, dass dein Affiliate-Link hier korrekt gesetzt ist oder korrekt funktioniert. Ja, das ist also das Allerwichtigste an der Stelle. So, jetzt haben wir hier ein funktionierendes, einen funktionierenden Digistore-Link, der direkt auf das Bestellformular verlinkt, ja, dass du also sofort weitergeleitet wirst zum Bestellformular. Was können wir jetzt damit anstellen? Ja, wir gehen jetzt einmal hier in Builderall rein. Builderall ist ja mein Online-Marketing-Tool. Ja, auch das findest du unten in der Beschreibung einmal verlinkt. Ja, das kannst du dort kostenfrei bzw. für 1 Euro komplett testen. Ja, und jetzt sage ich, ich möchte eine neue Webseite erstellen. Ja, und jetzt möchte ich hier eigentlich gar keinen großen Bohai veranstalten, sondern ich möchte einfach mal kurz anhand eines simplen Beispiels zeigen, was du jetzt für Möglichkeiten hast. Ja. Möglichkeit 1, die du hast, um jetzt ganz effektiv und effizient mit diesem Code zu arbeiten, ist folgender. Ja. Zum einen, ich lösche das Ganze jetzt einfach hier mal raus, ja, sage dann, ich möchte hier neue Elemente hinzufügen. So. Möchte hier neue Elemente hinzufügen. Ja, zum Beispiel kannst du Folgendes machen. Du kannst eine Landingpage erstellen, okay, die wirklich cool ist. Ja, also die wirklich zu dir passt, gegebenenfalls zu verschiedenen Produkten, die du auf deiner Page bewerben möchtest. Und baust dann einen Button ein. Ja, so, dann sagst du neu, Element, hinzufügen, Button. So, jetzt nehme ich einfach mal einen der erstbesten, die ich hier finden kann. So. Dann gehst du in die Einstellungen rein und sagst, hey, ich möchte, wenn der Kunde diesen Button klickt, ja, dass er auf diese ID weitergeleitet wird. Ja, und dann kannst du sagen, ja, wir nennen das ganz stumpf jetzt einfach mal jetzt kaufen, okay, so, jetzt kaufen, speichern wir mal ab. So,
Warum das Ganze? Ganz einfach aus folgendem Grunde. Es kann immer mal sein, dass du eine Page benötigst, die du selbst kontrollierst, sprich, die du selbst trackst, ja, wo du selber einen Facebook-Pixel, selber ein Google-Tracking einbaust, weil du ein Produkt jetzt promoten möchtest, welches dir sehr liegt, wo du allerdings der Meinung bist, dass die Seite nicht funktioniert, ja, oder dass die Seite nicht für dich funktioniert. Ja, der Vendor wird sich schon Gedanken gemacht haben, warum er die Seite so gebaut hat. Allerdings kann es durchaus sein, dass du sagst, hey, meine Seite passt mir so besser, weil sie zu meinem Stil und meiner Zielgruppe besser passt, ja, und du möchtest trotzdem das Produkt verkaufen und deine Affiliate-Provision dafür haben, dann machst du das genau so. Dann sagst du, hey, jetzt kommt dieser Kaufen-Button hier unten hin, ja, und dann hast du deine Seite in deinem eigenen Stil und sobald der Interessent auf Jetzt kaufen klickt, wird er weitergeleitet auf die Warenkorbseite bei Digistore, ja, und kann dort wirklich das Produkt sofort kaufen. Der zweite Grund, warum das ziemlich cool ist, mit dieser ID zu arbeiten, ist folgender. Ja, wenn wir uns die Seite von vorhin nochmal anschauen, dort wird einfach nur die E-Mail-Adresse eingesammelt, okay? So, und was du jetzt machen kannst, ist Folgendes, ja? Du kannst selber ein E-Mail-Marketing-Formular erstellen, zum Beispiel, ja? So, du erstellst selber ein E-Mail-Marketing-Formular, okay? Und kannst dann sagen, hey, nach der Eintragung wird der Kunde auf meine Bestätigungsseite weitergeleitet, wo er den Double Opt-in bestätigen muss, okay? Und sobald er in der E-Mail, die dann rausgeschickt wird, die E-Mail-Adresse bestätigt, ja, kannst du sagen, schick ihn auf das Verkaufsformular, okay? Dann passiert nämlich Folgendes, und zwar, der Kunde trägt sich hier ganz normal mit Vornamen und E-Mail-Adresse ein und landet in deiner Liste. Ja, gerade bei 0-Euro-Produkten, die es ja auch da draußen gibt, ist das ein sehr, sehr cooler Effekt, weil du damit die Möglichkeit hast, eine eigene Mail-Liste aufzubauen mit einem, ja, Freebie von einem Affiliate bzw. einem anderen Vendor. Okay? So. Und dann bietest du dieses Produkt halt an, sammelst die E-Mail-Adresse ein und leitest zum Ende hin, ja, nachdem er sich registriert hat und in deiner E-Mail-Liste landet, leitest du ihn weiter, ja, auf das Digistore-Formular des Vendors. Ja, und das ist an und für sich eine sehr, sehr coole Geschichte, die du jetzt hier umsetzen kannst, weil ganz klar liegt hier der Vorteil für dich auf der Hand, ja, du arbeitest hier mit Produkten von Vendoren, hast hier die Möglichkeit, deine eigene Liste aufzubauen. Oder alternativ, du kannst mit einer individuellen Sales Page arbeiten, ja, und kannst dort drauf Produkte vertreiben von Vendoren. Und die kümmern sich um den kompletten Support, ja, die kümmern sich um den kompletten Kunden im Anschluss. Du machst nur die Sales Page. Ja, du kannst deine Sales Page dann auch entsprechend an deine E-Mail-Liste bewerben, ja. Alles wunderbar. Dein Branding steht drauf. Ja, dein Identity, dein Corporate steht drauf. Ja, und das Produkt kommt von jemand anderem. So hast du die Möglichkeit, schnell große Projekte aufzusetzen und unheimlich erfolgreich damit auch Geld zu verdienen. Okay? Also, einfach kurz mal merken an der Stelle. Das Redirect durch den Product Code ersetzen, also Redirect raus, Product rein, Produktnummer hinter, Fragezeichen, AFF gleich und dann deine Affiliate-ID. Und dann funktioniert das Ganze auch. Der Kunde landet hier, dein Affiliate-ID wird gesetzt und deine Provision wird an dich ausgezahlt. Wenn du Fragen hast, schreib sie mir bitte unter das Video. Ja, geh jetzt auch auf meinem persönlichen VIP-Bereich, melde dich dort gratis an, erhalte hier absoluten Premium-Content und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall maximale Erfolge beim Umsetzen. Viel Spaß beim Umsetzen dieser Strategie.
viel Geld, fette Beute und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Dein Sebastian, bis dahin, ciao, ciao.